Ich freue mich, dem Hohen Hause mitteilen zu können, dass der Antrag der Regierung für eine Aussprache morgen den Anforderungen entspricht, die in der 24. Ausgabe von Erskine May auf Seite 397 aufgelistet sind, dass nämlich Anträge, die sich gleichen, nur einmal während einer Sitzungsperiode dem Parlament vorgelegt werden dürfen. Bei der vorherigen entscheidenden Abstimmung ging es sowohl um den Austrittsvertrag wie auch um die politische Erklärung. Bei diesem Antrag geht es wohl um erstere, aber nicht um letztere. Und insofern freue ich mich, dass die Prinzipien des Hauses damit eingehalten worden sind und dass dieses Prinzip nicht umgangen werden kann, indem man sich auf eine Abweichungsklausel beruft oder auf einen Antrag auf Überstimmung. Also der Antrag ist neu, er ist inhaltlich anders und entspricht meiner Entscheidung vom 18. März, die ich am 25. und 27. März nochmal wiederholt habe. Und jetzt kommen wir zum Sitzungsantrag. Ich darf die Vorsitzende der Regierungsfraktion, Andrea Letzen, bitten. Mr. Speaker, ich habe diesen Antrag im Namen der Premierministerin eingebracht. Mir ist bewusst, dass Veränderungen an dem Sitzungsplan, die so kurzfristig vorgenommen werden, Unannehmlichkeiten mit sich bringen können. Ich weiß, wie wichtig die Wahlkreisarbeit für uns alle ist, und es tut mir leid, dass das alles so kurzfristig erfolgte. Ich glaube aber, dass alle unsere Wähler von uns erwarten, dass wir jetzt Fortschritte machen. Und vielleicht ist es für Sie hilfreich. Ich darf bestätigen, dass für den Fall, dass der Antrag durchkommt, die Sitzungsstunden morgen die üblichen Sitzungsstunden für Freitage sind. Der Antrag, den wir eingebracht haben, entspricht auch Ihrer Entscheidung, Mr. Speaker, und er gibt auch wieder, dass die Europäische Union nur eine Verlängerung von Artikel 50 bis zum 22. Mai uns zugesteht, wenn der Austrittsabkommen bis 23 Uhr am 29. März angenommen ist. Insofern müssen wir alles tun, um den Ratsbeschluss umzusetzen, und die Sitzung morgen gibt dem Parlament die Möglichkeit, diese Verlängerung zu bekommen. Ich denke, wir alle sind uns einig, wir wollen nicht noch mal eine Verlängerung beantragen und möglicherweise dann auch noch Europawahlen abhalten müssen. Wer wünscht noch das Wort in der Debatte? Herr Christopher Bryant, wir dachten, diese Diskussion über die Sitzung morgen ist doch ganz einfach. Wir entscheiden einfach, heute sollen wir morgen tagen oder nicht, obwohl wir in der Regel freitags nicht tagen, es sei unter ganz besonderen Umständen. Ich denke, niemand wird sagen, wir sollen morgen nicht zusammentreten, denn das ist ein wichtiger Moment für unser Land. Aber jeder Architekt wird Ihnen sagen, die Form muss der Funktion folgen. Und als die Regierung angekündigt hat, dass wir morgen tagen sollten, hätten sie uns auch sagen sollten, wozu. Und wir hätten das viel früher erfahren sollen und nicht so kurzfristig. Ich verstehe das. Ich verstehe die Schwierigkeiten der Regierung, aber ich denke, dieser Antrag, morgen zu tagen, ist problematisch. Und wir sollten mal wieder darüber nachdenken, sollen wir wirklich morgen tagen? Nein, nein, also das ist ja ein Teil der Aussprache. Wir debattieren hier über einen Antrag, der eingebracht wurde. Also ich habe ein Problem mit der Funktion, die wir morgen erfüllen sollen. Erstens, der Antrag entspricht ja nicht den Anforderungen unseres eigenen Gesetzes, nämlich Absatz 30 des EU-Austrittsgesetzes. Denn da wird beides zusammengenommen,
Antrag und politische Erklärung. Und die Premierministerin hat ja auch mehrfach gesagt, dass beide Dinge nicht voneinander getrennt werden können. Und auch hochrangige Vertreter anderer europäischer Regierungen haben gesagt, beides gehört zusammen. Die Premierministerin hat ja sogar gesagt, wenn man die trennt, dann würden wir im VK die Vorteile, die wir bekommen, verlieren. Also da habe ich meine Befürchtungen. Lassen Sie mich doch bitte ausreden. Dann habe ich noch ein zweites Problem. Nach dem, was die Fraktionsvorsitzende gerade gesagt hat, wurde der Antrag ja nur eingebracht, um den Wünschen der EU entgegenzukommen. Ist das nicht ironisch? Ja, Ruhe, bitte. Ja, ich habe hohen Respekt vor Ihnen, lieber Kollege, aber die Gefahr besteht, dass wir jetzt abgleiten in die morgige Debatte. Ja, ich weiß, Sie sind ein erfahrener Parlamentarier, aber jetzt geht es um den Antrag, der eingebracht wurde von der Fraktionsvorsitzenden der Regierungspartei, nämlich Antrag auf Tagung. Es geht darum, sollen wir morgen zusammentreten für den genannten Zeitraum? Also wenn Sie sich gelegentlich auch auf die Themen beziehen, die wir erörtern, dann wäre das okay. Okay, aber wenn Sie jetzt eine ganze Rede darauf verwenden, was Vor- und Nachteil der Debatte morgen ist, dann geht das über das Ziel hinaus. Wir wollen ja jetzt nicht über das debattieren, was wir morgen debattieren. Ja, hätten Sie mir gesagt, ich sollte den Mund halten, hätte ich es auch getan. Sie hätten es nicht ein bisschen kürzer fassen können. Ja, Ruhe, Ruhe. Ich darf dem verehrten Kollegen sagen, natürlich höre ich mir immer gern seine Ratschläge an, aber er hat ja schon einige Minuten damit verbracht, das morgige Thema zu behandeln. Also er hat lange geredet und er sollte mir keine Lehren erteilen. Er hat über morgen gesprochen. Kommen Sie jetzt endlich zum Schluss. Ja, Mr. Speaker, ich könnte Ihnen dasselbe sagen. Ja, ja, ja. Also ich sage das wirklich jetzt ganz ruhig dem ehrenwerten Kollege. Machen Sie weiter, tragen Sie Ihren Standpunkt vor, hören wir immer gerne. Kommen Sie zum Schluss und geben anderen auch die Möglichkeit, zu Wort zu kommen. Also von Ihnen brauche ich keine Ratschläge. Chris Bryant, was in diesem Antrag vorgeschlagen wird, ist eigentlich ein neuer Präzedenzfall. In den letzten Tagen haben wir ja häufig darüber gesprochen. Ich glaube auch an Präzedenzfälle. Und deshalb meine ich, wir sollten uns nur relativ selten darauf berufen. Ich denke, man sollte sich eigentlich an den Grundsatz halten, wenn die Regierung eine wichtige Abstimmung verliert, ist sie gestürzt. Und wenn ein Minister einen Antrag einbringt, dann soll er auch dafür stimmen. Also ich bin gerne bereit, morgen auch zu tagen. Aber wenn völlig klar ist, dass dieser Antrag nicht um eine bedeutsame Abstimmung geht, dann ist das eine sinnlose Abstimmung. Insofern macht es kaum Sinn, morgen zusammenzutreten. Und ein Präzedenzfall, da bin ich mir sicher, da hat sich das Haus immer dran gehalten. Wenn die Regierung jetzt ihre Politik ändert, den Stil ändert, nur um hier uns zu übervorteilen, dann verliert sie immer. Herr Pete Wishart, Mr. Speaker, ich denke, in den letzten 18 Jahren habe ich es nie erlebt, dass vor einem Antrag endlose Meldungen zur Tagesordnung erfolgen. Und ich denke, das unterstreicht doch, in welchem Chaos wir uns befinden, dieses Wirrwarr. All diese Meldungen zur Geschäftsordnung, um herauszufinden, was passiert. Wir sollten doch bedenken, alle Wähler, die uns hier verfolgen, die werden langsam wütend und frustriert über unser Vorgehen. Also ich denke, alles ist jetzt so durcheinander und wir haben noch nicht mal mehr eine Diskussion über inhaltliche Dinge, sondern über die Geschäftsordnung. Also das zeigt, wie schlimm alles geworden ist. Bei der Sitzung morgen geht es nur darum, diesen zum Untergang verurteilten Brexit
Brexit-Deal doch noch irgendwie durchzupuschen. Und zwar, indem wir nur über den Austrittsvertrag, aber nicht über die politische Erklärung abstimmen. Denn im Grunde stimmen wir über etwas ab, was gleichzeitig tot und lebendig ist. Und nach 3 Jahren, wo überhaupt nichts klar war, und nach 2 Monaten der Niederlage hat dieses Haus gestern versucht, Kontrolle über das Verfahren zu gewinnen. Und selbst wenn sich die Premierminister als Opfer für die Brexiteers angeboten hat, reicht das offensichtlich nicht aus. Die schottische Ministerpräsidentin hat ja gesagt, dass die Premierministerin also hier gescheitert ist. Jim McMahon. Ja, wenn wir Besucher auf der Besuchergalerie haben, dann werden Sie sicherlich auch dieses Gebäude bewundern. Dann sollten Sie sich da diesen eingerüsteten Teil anschauen. Da haben die Abgeordneten 3 Jahre lang ihren Kopf gegen die Mauer gehauen, einfach um zu verstehen, was dieses Chaos alles soll, das die Regierung hier gestiftet hat. Alle Abgeordneten kommen gerne hierher. Es ist ein Privileg, unsere Wähler zu vertreten, aber es ist äußerst verstörend, wenn die Regierung so chaotisch ist, wenn sie nicht plant, wenn sie nicht rechtzeitig mit uns kommuniziert, damit wir Vorkehrungen treffen können. Das haben wir im Februar erlebt, wo andere Dinge nicht zur Sprache gekommen sind. Wir werden das jetzt auch in der Osterpause erleben. Also wir haben nichts dagegen, hierher zu kommen, aber wir müssen da entsprechende Vorkehrungen treffen. Und für mich wäre es ganz hilfreich, wenn die Fraktionsvorsitzende nachher noch mal mir eine Antwort geben könnte. Im Augenblick ist es ja so, dass am 2. Mai Kommunalwahlen bei uns stattfinden. Sollte nun morgen der Antrag nicht durchkommen und wir an den Europawahlen teilnehmen müssen, und die sind ja für Ende Mai geplant, dann frage ich mich, ob die Regierung die Absicht hat, die Kommunalwahlen zu verlegen und zeitgleich mit den Europawahlen abzuhalten, also 21 Tage später. Mr. Speaker, ich werde mich nur kurz äußern. Wie mein ehrenwerter Freund aus Rhonda komme ich auch gerne morgen zu einer Sitzung, obwohl das bedeutet, dass ich diesen Tag nicht in der wundervollen Stadt Newcastle verbringen kann. Aber ich mache mir Sorgen, Mr. Speaker. Die Tagung morgen wurde anberaumt, um britisches Gesetz zu umgehen. Und es geht nicht darum, jetzt neue Gesetze zu verabschieden, denn ich denke, dafür gibt es keine Mehrheit, sondern man will Gesetze umgehen, die schon verabschiedet wurden. Und ich hoffe, sie wird sich dazu äußern. Wenn wir jetzt die Kontrolle des Prozesses der Europäischen Union überlassen, dann ist das nicht nur gegen das, wofür die 17,4 Millionen beim Brexit gestimmt haben, sondern entspricht auch nicht den Absichten dieses Hauses. Angus Brandon McNeill. Morgen ist ja der 29. März und die Brexiteers haben den immer als brillanten Unabhängigkeitstag 2,5 Jahre hinweg propagiert. Aber wir werden am 29. März hier sein, weil die EU das fordert. Also die Brexiteers könnten nicht stärker erniedrigt werden. Also wir sind jetzt am Abgrund und erleben den Horror und die Katastrophe des Brexit. Sind Sie meiner Auffassung, dass die Regierung jetzt ihre Taktik ändert? Entweder sagt sie, stimmt dafür oder kein Deal, stimmt dafür kein Brexit, stimmt dafür keine Parlamentspause, stimmt dafür oder er kommt überhaupt nicht mehr nach Hause. Und ich denke, die Lösung für uns in Schottland ist, dass wir unabhängig werden und hier rausgehen. Ja, also hier Applaus von den Tories für die schottischen Abgeordneten.
Worten, das ist ja was ganz Tolles, aber bitteschön. Ja, Sie werden sich daran erinnern, dass morgen ja eigentlich der Start des Brexit-Festivals sein sollte und der Generalstaatsanwalt sollte dann uns allen sagen, welches die tollen Vorteile Großbritanniens nach dem Brexit sind. Also diese Erniedrigung ist sehr viel größer für die Brexiteers, als Sie sich das hätten träumen lassen. Sie sind hier, weil die Europäische Union das fordert. Also es ist einfach eine Erniedrigung für die. Ja, vielen Dank, Mr. Speaker. Es geht ja eigentlich um den Antrag auf eine Sitzung morgen. Vielleicht könnte der verehrte Kollege noch mal aufzählen, worüber wir morgen diskutieren könnten, anstatt dieser Sitzungsanträge, die jetzt in letzter Minute vorgetragen werden. Könnten Sie das vielleicht noch mal aufführen? Ja. Gerne könnte ich das, lieber Freund aus Glasgow, Sie sagen da etwas sehr Zutreffendes. Ich hatte ja eine ganze Reihe von Fragen gestellt und auch andere. Wir wollten ja auch weiterkommen, was die Familienzusammenführung bei Flüchtlingen anbelangt.